mit Christian telefoniert und habe mich natürlich sehr über den Anruf gefreut und ja, es ist eine große Ehre, dabei zu sein. Weißt du noch, wem du es als erstes erzählt hast? Ich glaube, meine Eltern auf jeden Fall, ja. Was haben die gesagt? Die sind natürlich sehr, sehr stolz gewesen und haben sich auch riesig gefreut und ja, wir haben uns dann, ich glaube, ein oder zwei Tage später, weil es mal passend war von der Zeit her, getroffen und haben dann auch zusammen gegessen und ja, so einen Abend nett miteinander verbracht und darüber gesprochen. Ja, ich denke, wir sind zwar die Jüngsten, aber sind, glaube ich, ganz gut aufgenommen worden, gerade über die letzten Lehrgänge. Natürlich gibt es eine Hierarchie vom Alter her, auch von der Rollenverteilung her, aber man bekommt es jetzt nicht täglich oder stündlich zu spüren. Ja, erstmal wäre es schön, noch dabei zu sein, weil es werden ja noch zwei gestrichen. Und dann haben wir als Mannschaft ja das Ziel formuliert, ins Halbfinale zu kommen. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja, erstmal liegt der Fokus noch auf den nächsten zwei, drei Tagen. Ich glaube, es wird kein einfacher Schritt, dann noch in den 16er-Kader reinzurutschen. Das Turnier an sich, mache ich mir jetzt noch nicht ganz so viele Gedanken. Ja, also natürlich tauscht man sich öfters aus und auch gerade in den ganzen Taktikeinheiten, die man jetzt hat, spricht man dann doch schon mal über so ein, zwei Situationen, wo einfach dann noch ein kleiner Tipp kommt, wenn du da dich mal noch ein, zwei Meter weiter breiter stellst oder so, dann ist es vielleicht noch besser. Aber im Endeffekt ja, hat jeder Spieler seinen eigenen Stil und muss den natürlich auch versuchen, so durchzubringen.